Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir werden so marschieren, wie es der gute alte Alexander der Große gemacht hat. Und wir sind jetzt schon kurz vor Persepolis und Gor. Und der gute kleine Karl der Große. Der hat das dann so gemacht. Also, ja, eigentlich Gor. Ja, also, Alexander hatte Persepolis eingenommen und hat da jahrelang residiert und hat dann in Babylon, das ist ungefähr hier. Warte mal. Ja! Die große Stadt von Babylon, das ist genau da. Super, cool. Genau, hat zwischen Persepolis und Babylon immer ist hin und her getrampt und hat sein neues Reich verwaltet, das ja riesig war. Es ging von hier nach da, also war hier noch zu, ging eigentlich bis hier runter. Soll ich das nochmal? Ne. Und ging hier, also das da war sogar noch nicht da. Ging hier und dann Persepolis. Und dann, genau, nach oben und quasi dieses ganze Reich. Und dann, nach ein paar Jahren, hat er sich wieder auf die Jagd nach Darius den Dritten gemacht. Ist er hier über ein paar Rebellen gegangen. Nach hier, nach Pata, ist dann hier runter, nach hier jetzt Carminia, genau, und dann ist er nach oben, Baktria, hat das da dann eingenommen, also er hat hier in den Gebirgen ein bisschen rumort und dann ist er hier nach Indien rübergegangen. Und das war bekanntlich ein Riesenfehler. Und dann eben ist er nach Indien, ist er nach paar verlustreichen Schlachten, die er aber immer gewonnen hat. Also es stimmt nicht, dass er auch, also er war, soweit ich weiß, also schreibt es in die Kommentare, wenn ihr was anderes gehört habt, aber ich habe in einigen Büchern und so weiter eben gelesen, dass er eigentlich einer der wenigen Generäle war, die wirklich nichts verloren haben, also keine Schlacht verloren haben. Und auch er ist ja dementsprechend berühmt geworden oder bekannt geworden, weil er eben gegen so große Übermächte gewonnen hat. Und das ist schon bemerkenswert. Gut. So, weiter. Genau, wir werden Makedonien eben nur so weit spielen, bis, also wie Alexander wirklich gegangen ist. Indien ist natürlich nicht Teil der Karte von Alexander den Großen. Nö. Genau, das werden wir dann abkürzen. Aber unsere Schatzkammern sind nicht so prall. Ja. Können wir machen. Mhm. Immer schön trinken, ne? Nö. Euch mache ich alle platt. Baktrien? Wenn ihr wirklich euren Göttern dient, denkt sorgsam und mit klarem Kopf über meine Worte nach. Ja. Ja, warum nicht? Dann
bekomme ich jede Runde ein bisschen Geld. Die Schildwand ist immer stärker. Letztes Mal hat er uns noch ...4000 abzeugen wollen. Die beschuldigte Partei steht jetzt auf weniger guten Fuß mit euch, aber hat aber keinen Einfluss verloren. Ja, wow. So. Keinen guten Einfluss, bla bla bla. 0 von 3. Genau, die sind, glaube ich, alle jetzt gestorben. Dann rekrutiere ich den da hier. Dann hier auch noch einen. Und hier unten. Hier in Susa. In Karax. Die bekommt den letzten. So. Keine Stellung ist eine gute Stellung. Goa. Ja, das brauchen wir nicht zu machen. Aber Persepolis, das will ich euch zeigen. So, Persepolis werden wir aber wirklich kämpfen. Weil das ist eine interessante. Ah! Aha, sehr schön, warte. Dann gehst du mal wieder zurück. Wow, okay. Bakhtin hat Pergamon komplett rausgeschmissen da. Ja, cool. Da haben wir da auch noch ein bisschen was zu tun. Klingt doch gut. Nächste. Warte. Wer hat noch was? Alexander Stolz. Da bin ich ja super stolz auf dich. Alter, der ist Rang 10. Uiuiui. Alter, der ist schon 66, oh Mann. Der wird jetzt in den nächsten Runden sterben. Warte mal. Den da kann ich auflösen. Und dafür dann. Achso, ja, das war jetzt dämlich. Bürgerkavallerie. Ja, hier habe ich halt. Hopliten. Hopliten. Die kann ich auch auflösen. Weil der holt sich halt mit 3 Wimpeln. Und jetzt löse ich alle auf, die nur. Ja, aber hier habe ich nicht gute Kavallerie. Keine gute Kavallerie, Susa. Okay, jetzt Runde beenden und nächste Runde holen wir uns Persepolis. Schluck, schluck, schluck. Ui. Ui, ui, ui. Wasserbauch. Gut. Was will der denn da? Will er schon wieder meine Versorgungslinien abschneiden? Diese böse. Mein ehrbarer Herr. Ja. Kann man machen. Wieso schifft der da gerade rum? Handel, Landwirtschaft, Industrie. Wir machen Handel. Mission fehlgeschlagen.
Ja, das ist uns doch egal. So. Wieso wollen alle nach Hatra? Ich muss Hatra, glaube ich, wirklich zu einer heftigen Stadt machen. Bitte. Ach, du kannst kein Attentat machen. Wir kommen nicht scheitern. Kannst du Attentat machen? Nein, auch nicht. Naja. Gut. Verschleiß. Umsturzversuch. Schlug fehl. Da habe ich noch 20. Da habe ich noch 20. Gut. Der bekommt jetzt auch eins mehr. Aha. Aha, da kommt ein Tempel rein. So, hier muss ich jetzt schauen, was ich da mache. Ich gehe, glaube ich, nach Edessa und dann nächste Runde nach Hatra. Du wirst nochmal? Nee, okay. Ich dachte schon, dass der nochmal befördert wird. Ich warte noch auf die. Und ja. Nee, zuerst muss ich Persepolis einnehmen, bevor ich hier weitergehe. Gut. So. Hier können wir auch Münzmacher machen. Mach. Hier hochpimpen. Ja, hier hochpimpen. Da bekomme ich. Da brauche ich keinen Militärhafen. In Suta brauche ich das eigentlich ja auch nicht, aber ich lasse es trotzdem mal. Warte, du machst mal jetzt keine. Okay, das war's. Den habe ich natürlich vergessen. Super. Genau, das habe ich mir gedacht. Aber was hat Hatra denn? Ganz ehrlich, das, ja. Und da brauchen wir nicht viel machen. Nicht viel versuchen. Wir hätten, wenn wir es gespielt hätten, dann wäre es Glück gewesen, ob der ja, die Elefanten gut einsetzt oder nicht. Und ja, die Elefanten hätten wir möglicherweise töten können, aber das wäre ein bisschen zu langweilig gewesen. Was ist jetzt? Wahrscheinlich Agenten-Action drüben. Sturm hat lange. Ja, aber noch nicht lang genug. Vor allen Dingen Parthien war ja so ein extrem schwieriger Gegner. Der Sturm hat lange genug. Nö. Schwieriger Gegner gegen für Rom. Die haben da sehr lange
gelitten drunter. Mein Herr ist gewillt, das Schwert abzulegen. War ich da oben? Nee, Armenien war... war die Grenze. Also Armenien noch und bis zum Fluss. Die 10.000? Die bekommt... bekommt diese da. Sturz. Ja, die Garnison ist nicht so. Genau, das war der. Echt jetzt? Hat eine Einheit. Und ganz. Wieso ist das hier? So was stinkt, das nervt, das ist zum Kotzen, das ist... So, dafür mache ich dich jetzt platt. Vor allen Dingen lustig, dass ich den jetzt platt mache, obwohl ein feindlicher oder ein anderer Agent das gemacht hat. Oh, ist mir jetzt egal. So, das ist jetzt die Schlacht von Persepolis. Ja, Nebel ist ganz gut. Woher kommt mein... Also an sich müsste er rein theoretisch nur hier oben ausharren. Und ja, die Türme würden sehr viel Schaden machen von sich aus schon. Und dann hier oben wartet er dann einfach, bis ich da bin. Ja, hallo. So, wo ist er am klügsten? Eigentlich schon hier. Wie baue ich mich jetzt auf? Wie baue ich mich jetzt am klügsten auf? Zwei Leitern kommen hier hin. Vier Türme kommen hier hin. Zwei Leitern kommen dahin. Oder hier hin. Und schieben nach da. Ich habe halt wirklich nur die eine Armee, ne? Also der... der gibt mir die zweite Armee, die gleich daneben steht, nicht mit. Ja, ja. Ja. Das war natürlich nicht sehr clever von ihm.
wenn man, die kann man, glaube ich, noch aufbauen, so dass hier oben noch eine oder noch eine weitere Etage ist, wo dann noch ein Skorpion drauf ist. Hey, seid mal langsamer hier. Hey, Abstand. Junge. Ein halber Tacho. Ja, wahrscheinlich ist das sogar ein halber Tacho. Da. Und push. So, die kommen gleich hin. Die sind zuerst. Ich galoppiere mal davor. Unser General wird angegriffen. Ja, ich muss ihn kurz so machen und schnell wieder weg. Na, das ist jetzt. Das ist jetzt gefährlich. Die Makedonier sind bereit.
nicht so optimal jetzt. Das ist gesaved. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So, dann kommst du auch noch da. Fünfer, ne? Also nur noch 5 und Gold 2. Ja, das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Hier noch 2. Ah, Alter, noch einer am Leben. Noch einer am Leben und der rautet nicht. Alter. Das ist halt richtig heftig. Holy moly, holy moly. Unsere Feinde haben einen Punkt eingenommen. Bereit.
Pikiniere für den Arsch. Ganz ehrlich, ja, wo ist meine zweite Armee? Die war eigentlich noch da. Lauf, Asterix, lauf. Hui. Wieso werden die unsichtbar, wenn meine Kavallerie ganz da vorne steht? Söhne des Ares, in Eisenreiterei! Betonung auf steht. Uiuiui. Ja, getötet knapp 600, der Verlust zu 700. Boah, 370. Uiuiuiuiui. Die haben auch sehr viel angerichtet hier. Und der steht einfach so daneben, ne? Nein. Knapper Sieg. Ja, weil der einfach... Naja, egal. Ist ja wurscht. So, jetzt geht der Dareas Untergang Richtung Rikaiai. Du gehst hier hin. Ja, automatisch. Und wie es dann weitergeht, beziehungsweise wie wir mit der baktrischen Armee hier umgehen. Und nein, wehe, der zerschlägt die. Dann zerschlage ich ihn. Gut, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Genau, das gibt es eigentlich nächste Woche. Bis dann, bye bye.